Hallo, einen schönen guten Morgen. Es freut mich, dass ihr da seid. Ich springe einfach mal rein. Also ich habe den Vortrag so eingereicht und habe lange mit dem Titel überlegt, welchen ich wähle. Einerseits, ob ich jetzt WordPress im Titel haben wollte oder nicht, weil ihr werdet später sehen, es geht mir eigentlich gar nicht so sehr um WordPress, es geht mir um ein Prinzip, und das ich halt am Beispiel von WordPress jetzt erklären werde. Und dann habe ich direkt auch Zuschriften bekommen, nachhaltig, Fragezeichen, so was heißt das, und es geht doch viel nachhaltiger. Das können wir danach vielleicht auch diskutieren, was es dann noch für Möglichkeiten gibt. Genau. Und ich habe versucht, erstmal geht Dank noch an Matthias Pfefferle und Alex Kirk, die werde ich später noch kurz erwähnen, wie die da involviert sind bei dem, was ich mache. Ich habe die Erlaubnis bekommen, Großteil oder Teile von Präsentationen von denen übernehmen zu dürfen, was mir die Arbeit wesentlich erleichtert hat. Genau, also welche Ziele habe ich mit dem Vortrag? Eigentlich ist dieser Vortrag gerichtet an Kulturschaffende, an Leute, die Veranstaltungen organisieren, an Leute, an Künstlerinnen, die irgendwas machen. Nur, die sitzen wahrscheinlich eher wenig hier, leider. Aber trotzdem wollte ich dieses Zielpublikum schon mal so ansprechen und schon mal üben, damit zu reden. Genau, mir geht es grundsätzlich darum, dass wir Internet schaffen, das wirklich für uns da ist und das uns nicht benutzt. Und genau, und ich habe schon gesagt, Zielgruppe, genau. Dann ist hier ein spannendes Zitat, und das ist eigentlich so wahrscheinlich das Pudelskern von meinem Vortrag. The next social web is just the web. Und ich weiß leider nicht mehr, wer da der Urheber war. Das war irgendein Mastodon-Tut, glaube ich, vor einem Jahr. Wenn das wer weiß, ich spendiere ein Getränk dafür. Genau. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und werde immer wieder darauf zurückkommen, was ich damit meine. Erstmal werde ich grundsätzlich über soziale Medien sprechen. Ganz kurz mal, wieso gibt es die? Wieso sind die so praktisch? Ist einfach praktisch, man hat nur eine URL, da loggt man sich ein, das ist eine einfache Anmeldung, die bekommt jeder hin. Und alle Aktionen so suchen sind zentral an einer Stelle. Und man kann interagieren, man kann Leuten antworten, man kann denen folgen, man kann das liken. Dopamin und so, ihr wisst es eh, hat sich halt durchgesetzt. Und eben auch bei einem breiten Publikum. Also nicht nur bei einem Publikum hier bei den Grazer Linux-Tagen, sondern quer durch die Gesellschaft werden die kommerziellen sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram oder so benutzt. Und es gibt nicht nur ein soziales Netzwerk, sondern es teilt sich halt auf welche Inhalte da geteilt werden. Also es können Texte, Bilder, Videos sein, oder Events. Und meistens kristallisiert sich dann ein Netzwerk für eines von diesen Medienformaten heraus. Also Text ist halt Twitter wahrscheinlich oder jetzt X. Videos ist ganz klar YouTube und Vimeo. Bilder werden wir bei Instagram natürlich und Events immer noch bei Facebook-Events höchstwahrscheinlich. Und was die auch gemein haben, die sind alle kostenlos. Also jetzt hat natürlich Instagram diese Bezahlmodelle eingeführt wegen der DSGVO, aber das ignorieren die meisten natürlich. Genau. Wieso sind soziale Medien noch interessant, vor allem für Veranstalterinnen oder Kulturschaffende? Das ist so eine Art soziale Validierung. Man kann einfach durch Anzahl an Follower oder von Anzahl von Reposts oder Reblogs oder Likes hat man so eine gewisse Validierung und misst seine Relevanz und auch seine Reichweite. Genau. Und dieses soziale Netzwerk übernimmt praktisch diese Funktion, dass es dieses Vertrauen so ausspricht, dass es das auch richtig angibt. Genau. Und wenn man jetzt nur jetzt einfach eine Webseite betreibt als Kulturschaffender, dann ist natürlich, wie groß ist die Reichweite von dieser Webseite? Das ist irgendwie, kann man alles sagen. So und so viele Aufrufe habe ich oder das interessiert irgendwie niemand. Man sieht trotzdem immer die Verweise dann, da sind wir auf Facebook und so viele Follower haben wir dort. Genau, ganz kurz, wieso überhaupt diese kommerziellen Netzwerke schädlich sind. Ich mache es ganz kurz. Das ist einmal Überwachungskapitalismus, personalisierte Werbung, und das Suchtpotenzial. Also diese Plattformen sind dazu gestaltet, dass wir einfach Werbung bekommen, sie verändern langfristig unser Verhalten oder auch kurzfristig und verdienen damit Geld mit dieser Werbung. Und dieser Prozess funktioniert umso besser von dieser personalisierten Werbung, je mehr Zeit wir auf diesen Plattformen einfach verbringen. Und was natürlich wieder zur Sucht führt und dann ist auch die Sache, welche Inhalte sehen wir dort? Und ob das jetzt hochpolierte Bilder sind, bearbeitete mit Photoshop von Frauen oder sowas, was einfach Rollenbilder prägen, was dann zu Magersucht oder sowas führt. Die ganze Palette.
Mal schauen, wieso ist das jetzt. Wieso? Klicke da noch rein. Jetzt geht's wieder. Genau, und mangelnde Moderation ist natürlich auch ein Thema. Und die Umstände dieser Moderation, wer die oft vornimmt, in welchen Teilen der Welt, ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und wir haben eigentlich keine Kontrolle darüber, was moderiert wird, was da der Konsens ist. Also natürlich der grobe gesetzliche Rahmen. Und oft nicht mehr da kommen sie hinterher. Also mit dem ganzen Hass im Netz und den gesetzlichen Diskussionen kennt ihr auch diese Riesenprobleme. Dass einfach diese Form der Moderation, wenn sie so anonym passiert, irgendwo auch nicht funktioniert. Oft. Und was auch die sozialen Netzwerke immer gemein haben, diese kommerziellen, früher oder später werden Nicht-User einfach ausgeschlossen. Früher konnte man auf Facebook ohne Anmeldung ganz normal rumsurfen, mittlerweile sieht man fast gar nichts mehr. Bei Instagram ja genauso. Da kann man kein Profil anschauen und das heißt, melde dich an, erstelle dir dein Konto. Genau, und viele mehr Gründe. Und jetzt kommen wir zur Alternative von dem Ganzen. Da hat sich der Name etabliert, Fediverse. Steht kurz für Federated Universe. Und es ist ein Summasurium an verschiedenen Applikationen, Software-Applikationen, die auf Servern betrieben werden, von verschiedensten Institutionen oder Personen und die alle mit Protokollen verbunden sind. Und ihr seht da schon, dass das bekannt, dieser blaue Strich ist das ActivityPub-Protokoll und da hängen viele Dienste dran, die halt auch wieder spezialisiert sind, wie wir es vorher auch gehabt haben. Die einen kümmern sich mehr um Image-Sharing, die anderen mehr um Kurznachrichten, Microblogging, die anderen kümmern sich mehr um Event-Planning und die anderen machen eher so Reddit-Klonen, also Link- und Content-Aggregation. Und warum verwenden diese ganzen Netzwerke ActivityPub und nicht unten das Diaspora? Und ein Grund ist wahrscheinlich, dass 2018 die W3C eine Empfehlung dafür ausgesprochen hat. Also das ist praktisch dieselbe Organisation, die HTML definiert, definiert auch ActivityPub. Und mittlerweile hat es einfach die weiteste Verbreitung gefunden. Also es ist jetzt nicht, ich bin selbst auch Entwickler von ActivityPub und wir werden ein bisschen reinschauen unter die Haube, was da auch passiert, weil es doch, finde ich, ein bisschen wichtig ist. Wenn man jetzt sowas macht, da hört man oft dieses Argument, warum überhaupt ActivityPub verwenden, um Content dezentral zu aggregieren? Wieso nicht einfach RSS verwenden, was die meisten wahrscheinlich kennen? Und RSS ist halt das Ding, du musst ständig fragen, jedem Server und jedem Institution, gibt es da bei dir was Neues? Und musst dir ständig die ganze Liste holen, schauen, gibt es da Änderungen? Und es ist halt für Anwendungen gemacht, die halt auf deinem Computer zum Beispiel laufen. Also du brauchst keinen Server dafür, der immer online ist. Und RSS ist sehr stark auf Texte fokussiert. Und jetzt nicht so auf, wie Videos transportiert werden, wie Bilder transportiert werden. Bei Podcasts gibt es relativ gute Erweiterungen. Und ActivityPub funktioniert andersrum. Es ist ein Push-Prinzip. Also wenn es was Neues gibt, dann wird der Empfänger benachrichtigt davon. Und ist natürlich prinzipiell ein bisschen effizienter, weil ja nicht nur dann Traffic passiert, wenn es irgendwas Neues gibt. Vor allem für Leute, die sehr wenig posten zum Beispiel. Und das, eigentlich das, für mich das Entscheidendste ist, ActivityPub erlaubt Interaktion. Was eines der Grundwesenspunkte von Social Media ist. Dass man einfach Sachen teilen kann, dass man Sachen liken kann, dass man in Sachen über einen gewissen Inhalt, über ein Foto, über ein Video in eine Diskussion treten kann. Und genau. Und was bei ActivityPub auch ist, ist, würde ich mal sagen, nutzerfreundlicher als RSS. Weil man wieder das hat, ich habe eine Web-Oberfläche, die stellt mir wer anders zur Verfügung und wird dort schon relativ eingebettet. Während man RSS verwendet, muss man praktisch das Ganze von selbst aufbauen und hat eben diese Features auch nicht. Genau. Da kurzes Schaubild, wie das funktioniert. Man sieht einfach, das ist unser persönlicher Computer und der fragt praktisch ab, gibt es was Neues im Feed? Und die Server antworten dem. Und das andere bei ActivityPub ist, es gibt was Neues, der Server wird benachrichtigt und ich hole mir das von dort. Ganz kurz. Genau. Und jetzt reden wir kurz über Identitäten. Da wo wir auch ein bisschen Richtung den Begriff Nachhaltigkeit kommen, der am Anfang, also der im Titel vom Vortrag ist. Und die Voraussetzung, um in einem kommerziellen sozialen Netzwerk, wir gehen jetzt nochmal zurück zu Facebook und Instagram, mitzumachen, ist ein Account. Und ein Account, das müsste ich eigentlich jetzt fett schreiben,
Und ich habe mir das Beispiel vom Forum Stadtpark genommen. Das ist eine Kultur- und Literaturinstitution in Graz. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, Forum Stadtpark. Dann haben sie einen Twitter-Account natürlich. Dann gibt es einen Instagram-Account mit Forum Unterstrich, aufgepasst. Dann gibt es einen Soundcloud-Account, der wahrscheinlich, wo sich nicht mehr so viel tut wahrscheinlich. Vimeo, Forum Stadtpark Graz. Und dann YouTube war natürlich ganz klar Forum Stadtpark 2433. So, das ist die Identität dort. Und sagen wir zurück, the next social web is just the web. Was ich eigentlich damit meine, das Forum Stadtpark hat auch eine Webseite, forumstadtpark.at. Und wieso oder wieso eigentlich nicht, kann diese Webseite direkt diese Social Media Aufgaben übernehmen in so einem dezentralen Netzwerk? Weil die ganzen Inhalte vom Forum Stadtpark sind auf der Webseite. Und wieso kann ich nicht mit denen direkt interagieren? Genau, die eigene Website eben als Identität. Und deshalb mal, was, wenn es so wäre, dass das so gehen würde, was wären die Vorteile davon? Einfach die Domain ist eindeutig. Da hat man einen gewissen, sage ich mal, Rechtsanspruch drauf. Also außer ich miete jetzt irgendeine Domain, die irgendwo registriert ist, in irgendeinem Kleinststaat, wo sich das Recht und Gesetz jederzeit ändern können. Und die Domain hat automatisch gleich mit dabei eine gewisse Zugehörigkeit. Und ich habe zum Beispiel jetzt hat der Bund.de, also die deutsche Bundesregierung, betreibt einen Mastodon-Server unter social.bund.de. Und dadurch ist einfach sofort klar, wenn ein Account unter dieser Domain liegt, unter dieser Subdomain, dass es wirklich was Offizielles ist. Es ist so, wenn ihr eine Mail bekommen würdet von unigraz@gmail.com, würde keiner darauf antworten, würde es keiner ernst nehmen. Aber bei Social Media ist es anscheinend völlig normal. Genau, die Domain bleibt. Und man kann auch bei einer Domain innerhalb den rechtlichen Rahmen, wo die Domain gehostet ist, seine eigenen Regeln festlegen. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht, weil so definiert einfach Meta zum Beispiel die Regeln auf Instagram, nicht man selbst. Genau, und jetzt kommen wir ins Herz von dem Ganzen. Ich werde jetzt ein bisschen über ActivityPub sprechen, weil man das, glaube ich, nicht ganz auslassen kann. Ich tue einige Sachen sehr stark vereinfachen und genau, aber ich will eben eine breite Masse erreichen, deswegen nehmt es nicht zu genau, wenn ihr da Fehler entdeckt, wenn ihr es bereits kennt. Genau. Das ist die Definition, die man auf der Webseite vom Standard selbst findet. Kurz abgekürzt, ich lese es kurz vor. The ActivityPub Protocol is a decentralized social networking protocol based upon the Activity Streams 2.0 data format. It provides a federated server-to-server API for delivering notifications and content. Was sind da für Wörter drin? Also wir sehen, ActivityPub ist das Protokoll und Activity Streams ist das Datenformat, mit dem agiert wird. Und API, für die das nicht wissen, ich erkläre es kurz, ist einfach eine Sprache, eine Programmiersprache oder mit der Server miteinander sprechen. Und das ist eben ActivityPub. So, und jetzt kurz, ich muss da runter gehen, Entschuldigung, über falsche Richtung. Was ist, wie setzt sich das zusammen? Also ActivityPub plus Publish. Und das war lange Diskussion, also es war bis vor 2018 wurde der Standard praktisch veröffentlicht und empfohlen offiziell. Und glaube ich, bis einen Monat vorher war der Name nicht klar. Und die Mailingliste gibt es immer noch. Das ist sehr lustig, da waren so Begriffe wie ActivityPump im Gespräch. Und das klingt doch ein bisschen flockiger, finde ich. Also ich bin sehr froh, dass es dieser Name geworden ist. Genau nochmal. Wichtig, Protokoll ist ActivityPub und das Datenformat. Was eigentlich viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, oder genauso wichtig, ist ActivityStreams. Also immer wenn man sucht auf der Spezifikationsseite, wie funktioniert denn ActivityPub, wenn man selbst mal damit rumprobieren will, landet man eigentlich immer auf der Activity-Streams-Seite, wo die wirklichen Informationen stehen und Beispiele. Genau, und nochmal so ganz grobes Schaubild. Das ist jetzt ein bisschen ähnlich wie bei Mail. Also wichtig bei ActivityPub ist, die zwei Grundelemente, man hat eine Inbox und eine Outbox. Und wenn man was Neues postet, links unten, geht es in eine Outbox und wird dann an praktisch die Follower gesendet. Oder einfach an die Öffentlichkeit. Und wenn man dann einen Kommentar reinbekommt, geht es per Post-Request an die Inbox zu dir. Genau. Jetzt bin ich schon wieder darüber gegangen, genau. Da sind nochmal die Links, wo man die Standards findet. Genau, und jetzt muss ich kurz, bei Activity Streams rede ich kurz über die wesentlichen und wichtigsten Grundtypen, die es dort gibt. Und zwar, es gibt Aktivitäten, das sind praktisch
ich erstelle einen Inhalt, ich tue den Inhalt aktualisieren, ich lösche einen Inhalt oder ich like diesen Inhalt oder ich announce, also teile diesen Inhalt, solche Sachen. Oder auch, ich folge diesem anderen Account oder will dem folgen oder ich akzeptiere diese Folgeanfrage. Das wären Activity Types, Actor Types, da haben wir es kurz unter. Actor Types wären praktisch, welche Art von Account ist es, der da irgendeine Aktion macht. Und da sind die gängigsten, die gängigste ist wahrscheinlich die Person. Das ist das, was Mastodon zum Beispiel wählt für jeden Nutzer-Account. Dann gibt es Group, findet noch nicht ganz so viel Verwendung, auch weil es sehr vage definiert ist. Muss ich vielleicht kurz einhaken, ActivityPub ist generell sehr vage definiert und erlaubt halt dadurch auch viele Erweiterungen. Und es ist wirklich per Design so gemacht, dass die Community, die es dann im Endeffekt wirklich benutzt, das selbst wirklich feintunen kann und darf und soll. Und Application ist zum Beispiel, wenn eine Software selbst irgendeine Aktion macht, wie der Mastodon-Server selbst macht was und nicht unbedingt eine menschliche oder organisatorische Identität, die dahinter steckt. So, aber es gibt auch keine Richtlinien dafür so wirklich. Genau, und bei Objekttypen, da wären wir jetzt bei den Inhalten, die da eigentlich rumkursieren. Und da ist der am weitesten, der mit Abstand wichtigste ist die Node. Das sind einfach kurze Textnachrichten, wo es auch nicht weiter definiert ist. Die Node kann auch ein riesiger Blogpost sein. Und die Node ist zum Beispiel per Definition im HTML-Format einfach geschrieben. Event kann aber auch theoretisch Markdown sein, also gibt es verrückte Sachen. Event ist auch klar. Audio wird sehr wenig verwendet. Und was es zum Beispiel jetzt auch gibt, es gibt Erweiterungsvorschläge für Podcast-Episoden, die auch als ActivityPub-Events zu machen. Genau. Da habe ich nochmal das Schaubild, aber ich glaube, ich überspringe es jetzt, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Genau, schauen wir uns kurz einfach so an, wie das ausschaut. Hier haben wir zum Beispiel eine Create-Activity. Man sieht, in der ersten Linie hat man so einen Kontext. Das ist einfach nur praktisch, was bin ich für ein Objekt? Das ist praktisch, man sieht, die meisten müssen es erkennen, das ist JSON-Format, aber es ist eigentlich genau genommen JSON-LD, Linked Data, aber ActivityPub funktioniert auch ohne Linked Data. Und die meisten machen es nicht, kann ich euch sagen. Also JSON ist nicht gut. Und wir sehen einfach den Typ, Create, dann Actor, wer kreiert was? Und in dem Fall ist es die Website von einem Projekt von mir, was ich später noch erklären werde. Und was kriege ich? Das Objekt. Das hat eine ID, das hat einen Typ und der Content, genau. Und dann dasselbe gibt es natürlich auch mit Update. Schaut fast gleich aus, nur dass halt statt Typ Create Update da drin steht. Bei Delete gleich. Und bei Delete kann man sich beim Objekt natürlich den ganzen Content sparen. Da reicht die ID, um ein Objekt zu löschen. Like sieht sehr ähnlich aus. So. Das zum Beispiel die ID ist kann willkürlich gewählt sein. Es ist einfach nur, dass man referenzieren kann, dass man die auch rückgängig machen kann oder löschen kann. Bei To ist einfach so, an wen geht dieser Like, an welchen Account und wer Actor führt diesen Like aus und das Objekt, was wird geliked. Genau. Und Join wäre zum Beispiel, wenn man einer Gruppe oder einem Event beitritt, auch sowas Ähnliches. Prinzipiell schauen die alle sehr ähnlich aus. Follow schaut auch ähnlich aus. Und das wird es halt nicht anschauen sein. Wurscht. Genau, jetzt kurz drüber reden, was ist WordPress? WordPress ist ein Content-Management-System und da wissen viele auch schon nicht, was es ist. Hier wahrscheinlich ist wahrscheinlich das ganz anders. Hier weiß jeder, was ein CMS ist, gefühlt. Aber kurz, was ist ein CMS? Prinzipiell ging es mir darum, dass man Inhalt und Darstellung voneinander trennt. Und dass man einfach Inhalte schön in einer Web-Oberfläche verwalten kann. Natürlich gibt es auch CMS, wo man Inhalte per Flat-File verwalten kann. Und was CMS auch oft gemeinsam haben, sind, dass sie einfach erweiterbar und modifizierbar sind durch Plugins. Und dass einfach das Design übernehmen spezielle Vorlagen und Templates und Designs, die dann die Webseite rendern. Wie schaut das aus? Ich habe zum Beispiel mal die Website von unserem Projekt. Und so schaut es praktisch im Browser gerendert aus. Und so schaut zum Beispiel ein gerenderter Post aus von unserer Website. Und wenn man jetzt, das ist das, was der Browser dem Menschen anzeigt, aber unter der Haube, wenn man sich den Quellcode von dem, was da gesendet wird, anschaut, bekommt man eigentlich HTML. Und das ist das, was das Content-Management-System aus den Inhalten raus darstellt oder versendet.
Und eben das Content Management System bietet mir auch, das wäre das Backend von der Webseite, eine schöne Oberfläche, wo ich das gleich bearbeiten kann. Und da ist auch so, weil ich vorher gesagt habe, Trennung von Inhalt und wie es dargestellt wird, es gibt so einen Trend, what you see is what you get, dass immer mehr man sofort sieht, wie es ausschaut, während man Inhalte editiert. Genau, aber was passiert jetzt, wenn ich mir nicht einfach diese Webseite hole, sondern einfach noch zusätzlich sage, ich akzeptiere aber als Antwort nur Activity JSON. Das ist praktisch dieses kleine geheime Zauberwort, um zu sagen, ich hätte gern eine Activity Streams Repräsentation von diesem Inhalt. Und dann kommt auf einmal so eine Antwort daher und kein HTML mehr. Und dann gehen wir kurz durch. Man sieht wieder diesen Kontext, das handelt sich um Activity Streams. Und dann sieht man hier gleich im Kontext nach oben ist Hashtag mit dabei. Und das ist deswegen oben mit dabei, weil Hashtag nicht zur Core-Spezifikation von Activity Streams gehört, sondern eine Extension bereits ist. Genau. Dann gibt es hier wieder die ID. Das ist in dem Fall bei WordPress die URL, was nicht ganz praktisch ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Den Typ ist die Notiz. Wer hat es gemacht? Praktisch der Blog-User. Und der Content, den habe ich hier abgeschnitten. First Project Phase Recap, wieder in HTML. Und wann wurde es veröffentlicht? Dann sind auch die Hashtags aufgeführt mit den Links zu den Hashtags. Und die URL ist gleich wie die ID. Und an wen geht's? Und da gibt es auch so ein Magic Keyword, dieses Activity Streams Raute Public. Das heißt, dieser Beitrag oder dieser Inhalt ist öffentlich. Genau, was passiert jetzt, wenn ich jetzt dasselbe mache, gehen wir nochmal rauf und sage, ich hätte gern eine Activity Streams Repräsentation von Attribute To, also wer das erstellt hat, wem das zugeordnet wird. Dann wird die Antwort so ausschauen. Dann bekomme ich jetzt in dem Fall eine ID, die wäre praktisch die Webseite mit Adblock hinten. Dann bekomme ich den Namen einer Person, ist vielleicht jetzt nicht ideal in dem Fall, weil es ja die ganze Website ist, das ganze Projekt. Ich habe einen Namen dabei, ich habe die Inbox- und Outbox-Links dabei und ich habe auch einen Public Key dabei, weil nämlich in ActivityPub die ganzen Requests, die rumgesendet werden, kryptografisch signiert werden. Da müssen wir aber nicht zu sehr ins Detail gehen und das ist auch eigentlich kein Teil vom Core, das ist, die meisten machen es einfach so, wie es der größte Software-Player macht, nämlich Mastodon. Und dann gibt es hier noch ein paar Erweiterungen. Ich schaffe die Zeit, ich muss sie leider überspringen. Genau. Jetzt WordPress ist standardmäßig unterstützt WordPress RSS und Atomfeed, sowie die meisten Content-Management-Systeme. Aber ActivityPub schaut es eher schlecht aus. Aber bei WordPress gibt es bereits Abhilfe. Es gibt eben ein ActivityPub-Plugin. Und das ist eben von Matthias Pfefferle, den ich am Anfang erwähnt habe, der das entwickelt hat und mittlerweile auch bei Automatic bei dem WordPress-Headquarter arbeitet und das dort weiterentwickelt. Also man sieht, wie wichtig es auch WordPress mittlerweile ist. Und welche Features hat es? Man hat halt wirklich dadurch eine eigene Identität im Fediverse. Also es ist nicht so, wie viele vielleicht am Anfang meinen, es ist eine Art Cross-Poster, dass man, wenn man bei WordPress was postet, dass dann, wenn man einen Mastodon-Account hat, darauf verlinkt wird. So, nein, dieser WordPress-Post ist wirklich ein Post in diesem dezentralen Netzwerk. Und schauen wir uns kurz, das ist die Admin-Oberfläche von diesem ActivityPub-Plugin und es gibt zwei Arten von Nutzern. Es gibt Autorenprofile, das ist unten, weil wie die WordPress-Seite kann mehrere Nutzer-Accounts haben, die zum Beispiel Beiträge posten dürfen. Und es gibt ein blogweites Profil. Und man kann beide aus- und einschalten. Je nachdem, welche Konstellation man wählt, ändert es sehr stark, was im Endeffekt passiert. Wenn man zum Beispiel nur das Blog-Profil laufen hat, dann erscheinen alle Beiträge wirklich von diesem Blog-Profil veröffentlicht. Und wenn man nur die Autorenprofile veröffentlicht hat oder aktiviert hat, posten nur diese in diesem dezentralen Netzwerk. Wenn man jetzt beide aktiviert hat, dann posten die Autorenprofile, aber dieses Blog-Profil ist wie eine Gruppe, das alles announced und teilt von diesen Autoren. Genau. Und das ist zum Beispiel jetzt, wie schaut, das ist Notiz.blog ist eine WordPress-Seite. Und das wird dieses Blogprofil von Mastodon aus betrachtet. Also man kann es eigentlich kaum von einem Mastodon-Account unterscheiden innerhalb von Mastodon. Also so eine Person, es gibt ein Banner-Image, es gibt ein Icon, es gibt eine Beschreibung, sie hat einen Namen. Und also die Software, von der der Nutzer aus das ansteuert, entscheidet, wie es dargestellt wird. Genauso bei dem Autorenprofil. Genau. Dann schauen wir uns kurz an. Das wäre zum Beispiel diese Webseite von Matthias, notiz.blog.
Und da hat er einen Beitrag gepostet zum Fediverse. Und so schaut er auf seiner Webseite aus. Und daraus wird, wenn ich zum Beispiel in, das ist glaube ich eine Friendica-Instanz, wenn ich diesen Beitrag dort sehe, schaut das so aus. So wird er ausschauen in, ich glaube, das ist Hubzilla. So sieht er vom Mastodon aus. Also sieht Mastodon, bettet das Bild unten ein, so als Anhang. Dann so sieht er von Miski aus. Pixelfed hat damals noch den Text unterschlagen zum Beispiel. Und so sieht er von Plemora aus. Also man sieht bei Activity Streams, bei diesem maschinenlesbaren Format, ist einfach auch eigentlich schon Inhalt von Design sehr stark getrennt oder total getrennt eigentlich wieder. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wo links ist eine WordPress-Seite, wo mit einem Plugin ein Event veröffentlicht ist und rechts ist, wie es Event im Mobilisant, einem auch einer Activity Pub Software dargestellt wird. Genau, und es gibt dann bei diese, wenn man das Activity Pub installiert, so nette Features, die Leuten helfen, deinem Blog zu folgen oder dieser WordPress-Seite zu folgen, dass die Auffindbarkeit größer ist. Wo natürlich die beste Auffindbarkeit ist, wenn man einfach auf Mastodon eingeloggt ist und man sieht, irgendwer teilt einen Beitrag oder man findet ihn durch die Suche einfach. Genau. Und eben, ich wollte nochmal rausheben, wie wichtig oder wie toll ich eigentlich dieses föderierte Antworten, diese Interaktion finde. Die steht für mich wirklich im Mittelpunkt. Weil früher haben fast alle Webseiten so ein Kommentarfeld gehabt bei den ganzen Beiträgen. Und irgendwann sind die verschwunden. Ich kann mir das auch denken, weil die Leute sich einfach denken, die Leute machen Kommentare eh auf Facebook und Instagram, dann kann ich es dir auf meiner Website andrehen, muss ich da nicht auch noch moderieren. Und außerdem, wenn ich da irgendwas auf der Website posten will, wenn man nicht von Spambots geflutet werden will, muss man dann vielleicht noch ein Capture lösen, man muss seine Mailadresse verifizieren, man muss irrsinnig viele Eingaben machen, bis man eigentlich mal zu dem kurzen, hey, danke für den Eintrag, finde ich cool, kommt. Und deswegen ist es auch ein Vorteil von sozialen Netzwerken. Hier ist ein kurzes Video, wo man sieht, ich habe jetzt, den nehme ich mal kurz zum Start, das war ein bisschen schnell. Ich kopiere den Beitrag von einer WordPress-Seite und gebe den einfach im Suchfeld von Mastodon ein. Und Mastodon findet ihn dann im Post, also die Activity-Streams-Repräsentation davon. Und wenn ich halt in dieser Oberfläche von diesem Social Media bin, habe ich direkt einen Reply-Button. Lass mal kurz ein bisschen einfach ruhen. Und in dem Fall konkretisiere ich da, was man da sieht. Man sieht, mit Tippen bin ich nicht meine Stärke. Genau. Jetzt ist der Beitrag veröffentlicht und jetzt dauert es eine kurze Zeit, bis dieser Kommentar auch auf der WordPress-Seite ankommt, weil das Ganze nicht ganz synchron verläuft, sondern immer gescheduled wird und asynchron. Aber nach kurzer Zeit erscheint der Beitrag dann, ich habe zum Beispiel so eingestellt, dass ich Beiträge von außen nicht automatisch freischalte auf dieser WordPress-Seite, sondern erst approven muss, was ich auch empfehlen würde. Und dann erscheint der Kommentar hier. Hier habe ich eben die Möglichkeit, Song Approve. Jetzt gehe ich zurück zum Post. Und man sieht, der bettet sich auch optisch sehr schön da ein. Und ich habe auch die Möglichkeit, jetzt wieder drauf zu antworten, eben was bei Social Media auch geht von der Diskussion her. Genau, wir haben jetzt gesehen, wir haben jetzt angeschaut, wie WordPress praktisch Sachen in dieses dezentrale Netzwerk schicken kann, ins Fediverse. Wenn man das andersrum machen will, nach dem Motto, ich will aber auch anderen Leuten folgen und was mitbekommen, gibt es auch bereits ein Plugin dafür. Und das hat Alex Kirk geschrieben, das Friends-Plugin. Da werde ich heute nicht näher eingehen. Jetzt werde ich kurz zu Events gehen. Und zwar bei Events gibt es was Ähnliches wie RSS, nämlich iCal. Und iCal sieht ungefähr so aus, ist auch wieder eine definierte Sprache und hat halt eigentlich dieselben fehlenden Features wie RSS. Also wieder Interaktion und was ich vorher schon genannt habe. Und schauen wir kurz nochmal diesen Demanded Branches of the Fediverse. Events sind jetzt rechts unten und da haben wir Mobilisant, Bonfire und Ganzio. Und ich werde kurz erklären, ich werde kurz auf diese einzelnen Softwares, die es bereits gibt, die sich im Fediverse für Events einsetzen, eingehen und deren Unterschiede kurz mal klarstellen. Genau, die erste Software, die ich mir anschaue, ist Ganzio. Das ist zum Beispiel die Seite bonn.jetzt, die Startseite. Und was bei Ganzio so spannend ist, es ist,
gibt nur einen ActivityPub Actor pro Instanz. Also alle Leute, die dort einen Account haben, posten mit demselben Profil praktisch. Und das ist wirklich per Design so gemacht. Also es soll eine Anti-Bubble, dass praktisch jedes Event gleichwertig ist innerhalb von dieser Community. Und wer das Event eigentlich ursprünglich gemacht hat, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist die Auffindbarkeit und die Vernetzung. Bei Mobilisant, das ist zum Beispiel unser Server in Graz, wo ich auch mit Administrator bin, ist es ein bisschen anders. Da ist erstmal die Trennung von Account und Profilen schon mal da. Man kann mit einem Account auf einer so Mobilisant-Seite mehrere Profile machen, kann dort Gruppen beitreten, hat innerhalb der Gruppe interne Foren, wo man Events auch planen kann. Und bei Mobilisant ist auch so, man kann Personen, die einen Account haben, also Profilen gar nicht folgen, sondern nur Gruppen. Also für Personen sind viele Social Features deaktiviert per Design. Was auch so, uns geht es darum, Events zu planen und kein Social Media zu machen. Genau. Und jetzt, wenn man bei WordPress Events machen will, dann kann man das nicht einfach so, sondern man muss das Content-Management-System erweitern, muss sich irgendein Plugin installieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weiß das ActivityPub-Plugin, wie mache ich aus diesem WordPress-Plugin-Inhalt, also von einem Event-Plugin, diesen Event-Inhalt, wie mache ich da eine richtige Activity-Streams-Repräsentation? Und das ist ziemlich schwierig, weil Events wesentlich komplexer sind als einfache Notizen oder einfache Artikel. Da gibt es einfach viele Metafelder, die richtig zugeordnet werden müssen. Und Events haben auch so Sachen wie, man kann ein Event beitreten und solche Geschichten. Entweder direkt mittels ActivityPub oder auch extern. Genau. Und es gibt noch so ein paar Probleme, die noch überhaupt nicht geklärt sind, wenn man Events in Activity Streams repräsentiert. Ist zum Beispiel, wie geht man mit wiederkehrenden Events um? Und wir sind gerade dabei, uns da was zu einigen. Und genau, das ist auch mein Projekt, dass ich schaue, dass erstens Mobilisant und Ganzio zum Beispiel besser miteinander interoperieren, weil da noch relativ wenig Interoperabilität da war. Und dass auch Events, die im WordPress erstellt werden, da nahtlos eingebettet werden. Dass das einfach rund läuft. Und da versuche ich einfach ein bisschen zu koordinieren und kann das dank LLNet und NGI Zero auch großzügig machen. Genau, jetzt nochmal kurz, was heißt föderiert? Und dann bin ich fertig. Wie ist es mit der Auffindbarkeit von Inhalten? So, wenn ich jetzt bei einem Mastodon-Server angemeldet bin, finde ich dann alles. Und da ist es ganz wichtig, das Grundprinzip ist, dass Inhalte, die auf anderen Instanzen oder Servern passieren, nicht dort, wo ich gerade angemeldet bin oder dort, wo ich gerade suche, da, wo ich gerade im Browser die Website offen habe, sind immer nur zwischengespeichert. Und dann gibt es ein paar einfache, welche Inhalte sind zwischengespeichert. Und es ist ganz einfach, wenn ich zum Beispiel einem Account folge, dann ist durch die Beziehung, die Beiträge von denen sind schon gekommen oder von der. Oder irgendein anderer Account folgt einem anderen Account von meinem Server aus und dadurch kommen Beiträge. Oder dass ich Beiträge, wie man vorher gesehen hat, explizit einfach die URL von einem anderen Beitrag, von einer anderen Instanz, explizit in das Suchfeld meiner eingebe. Dann wird der auch praktisch geholt. Und da haben wir eigentlich jetzt in Brüssel, wo ich mich mit den Entwicklern von Mobilisant und Ganzio und vielen Aktivisten getroffen habe, einen Begriff geprägt namens Calendiverse. Wo es uns irgendwie auch wichtig ist, das ist jetzt eine besondere Stärke, die habe ich noch gar nicht geredet. Wenn man jetzt nicht nur davon ausgeht, dass einzelne Nutzerinnen anderen Nutzern folgen, sondern dass eine ganze ActivityPub, ein ganzer Server, einen ganzen anderen Server folgen kann und alle dessen Beiträge mit durchsuchbar macht und mit in seinen Feed auflistet. Was natürlich besonders bei Events, finde ich, eine sehr charmante Idee ist. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt in Graz kenne ich mindestens 20 kleine Kulturveranstalter, die ihre WordPress-Seite betreiben und dort auch ihre Events posten. Und wenn ich mir vorstellen kann, dass die wirklich ihre Seite als Identität benutzen dürfen, wo die Events wirklich hauptsächlich liegen, und ich kann einfach als Administrator von der Mobilisant selber sagen, ich hole mir alle deren Events und aggregiere die automatisch. Und gleichzeitig kann jeder auch von seinem Mastodon-Account dem folgen. Was das Coole ist, hast du bei Mobilisant können dann auch Leute von dieser automatischen Aggregation von Replies und Inhalten profitieren. Die keiner. Entschuldigung, wir wechseln zum Funkmikro. Genau. Binnable geht es mir grundsätzlich nochmal. Was ich total spannend finde, ist die Verschmelzung von einem Content-Management-System, dass es sich auch um ActivityPub kümmert. Vor allen Dingen, wenn das Content-Management-System eh schon dynamisch ist.
Also für statische CMS kommt es natürlich nicht in Frage. Aber es gibt neben WordPress bereits auch für Joomla oder Drupal auch schon Plugins, die in der Entwicklung sind, die noch nicht so ausgereift sind, würde ich behaupten. Und es gibt andere Neuentwicklungen, die sich von außen aus ActivityPub First CMS und Communities sehen, die praktisch das von Grund auf verschmelzen. Genau, und das meine ich, ist eben nachhaltiger. Und nochmal zum Punkt, vielleicht ist der jetzt ein bisschen klarer geworden und ich freue mich mit euch, freue mich auf Fragen darüber zu diskutieren. Und ihr könnt mich auch den ganzen Tag noch von dem Verein, den ich mitgegründet habe, Graz Social, Förderung zur Förderung ethischer Digitalkultur, drüben im anderen Gebäude, können wir gerne den ganzen Tag ins Gespräch kommen. Genau. The next social web is just the web. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden, wie die Vision ist. Danke. Falls es Fragen gibt, es gibt das Saalmikro, bitte einfach aufsagen, dann bringe ich es vorbei. Also meine Frage wäre, das heißt, dass die Vision ist jetzt einfach, Webseiten miteinander zu verlinken über dieses ActivityPub und dabei aber zu vermeiden, dass es sich Bubbles bilden und zu vermeiden, dass es zu Datenschutzproblemen kommt. Zu vermeiden, dass sich Bubbles bilden, würde ich gar nicht sagen. Also das ist natürlich wie die Software Design, dass welche Inhalte auffindbar sind. Bei Mastodon ist es zum Beispiel einfach so, du selbst kannst dir Listen machen, wo du filterst. Du selbst, prinzipiell sind alle Beiträge erstmal chronologisch. Auch wenn ich auf Mobilisor gehe, auf eine Mobilisor-Instanz, habe ich einfach ganz klar alle Filtermöglichkeiten. Will ich nur Events von dieser Instanz sehen? Will ich Events von dieser Instanz in Zukunft für mich ausblenden? Will ich die praktisch stumm schalten? Will ich, nach welchen Kriterien will ich sortieren? Und so Sachen, dass wir einfach mehr das selbst in der Hand halten, wie wir die Inhalte filtern. Das würde ich, finde ich, unter Anti-Bubble-Feature verstehen. Und natürlich ist es trotzdem wir haben nicht die Events von der ganzen Welt. Also so ein Administrator von einer Mobilisor-Instanz entscheidet, wird da alles gelistet. Und natürlich kann dann der Nächste hergehen, zum Beispiel ich könnte für die Grazer Alternativszene das machen. Und wenn jetzt die Stadt Graz mit ihrem Kulturserver das jetzt auch so machen würde und die Inhalte automatisch aggregieren würde, würden die natürlich andere Standards setzen und zum Beispiel gewisse Veranstalterinnen nicht reinlassen. So. Und mit Datenschutz ist es ein anderes Thema, das ist, glaube ich, ein bisschen zu großes Fass, mal lieber privat. Sonst noch Fragen? Ja, hallo, toller Vortrag. Eine Frage hätte ich bezüglich Graz Social. Ist das so wie Bonn Social, dass das eher dann für die Grazer ist, dass die sich da einloggen können und mitmachen können, so als lokaler Hub sozusagen im Fediverse? Es ist natürlich, wie die Domain verrät, und ist es natürlich, hat es am Fokus drauf und man findet dort auch viele Grazer Accounts, die in Graz wirken. Und was man bei Mastodon zum Beispiel auch hat, grundsätzlich in dieser Oberfläche, man hat eine lokale Zeitleiste. Das heißt, ich kann mir praktisch nur Posts ansehen, die von diesem Account getätigt wurden. Und allein dadurch bekommt man vielleicht schon, hat man noch eine Blase, in die man hineinschauen kann, ganz aktiv. Und es ist auch eine gewisse Identität, die man hat. Aber grundsätzlich ist die Instanz offen für alle. Ja, würde ich sagen. Hallo. Danke für den Vortrag. Ein kleiner Kommentar und keine Frage. Ich bin vom Verein Graz Social unter anderem auch. Und falls euch der erste Teil interessiert hat, wo der André super schön auf die Dinge eingegangen sind, dass halt das Interface eher von den Leuten, die das konsumieren, definiert werden soll und nicht von einer zentralen Instanz oder die Problematik mit den Regeln und so weiter. Da habe ich auch zu dem Thema genau in dem Hörsaal 2022 bei den Grazer Linux-Tagen einen Vortrag gemacht, der dürfte euch dann vielleicht auch interessieren, war zum Thema Why should I not contribute to web forums like Reddit and so on? Vielleicht interessiert euch das auch. Und wir sind vor dem Hörsaal I2 mit einem Stand für den Verein. Da könnt ihr euch dann das Material anschauen oder mit uns diskutieren oder zum Beispiel die Frage klären, ob ihr bei unserer Instanz oder bei einem anderen Account machen wollt oder auch nicht. Vielleicht eine Anmerkung von mir noch.
Was ich jetzt auch so charmant finde, wenn das CMS diese Aufgabe von Social Media übernimmt, ist einfach, man spart sich einen zusätzlichen Account und man spart sich eigentlich einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Und wenn die Entwicklung in eine, aus meiner Sicht, gute Richtung läuft, spart man sich eine Menge Arbeit in Zukunft eigentlich, weil man nicht 10 verschiedene Accounts betreuen muss, sondern den eigentlich auf den wichtigsten, auf den es ankommt. Nämlich, das ist meistens die eigene Website. Und ich habe vorher gesagt, bei Nachhaltig, es gibt andere Protokolle, die von der Domain losgelöst sind, aber das wäre jetzt umfangreich, darüber auch noch zu sprechen. Danke.